Color Correction. Ein Teil der Videoproduktion, mit dem auch ich teilweise noch zu kämpfen habe. Doch Hilfsmittel wie der X-Red Color Checker machen einem hier das Leben um einiges einfacher. Aber wie nutzt man so ein Ding eigentlich? Genau das schauen wir uns im heutigen Video in Resolve und Premiere mal etwas genauer an. Direkt zu Beginn die schnellere Methode. Die automatische Farbkorrektur mit dem Color Checker in DaVinci Resolve. Als Demo-Clip habe ich hier eine Moderationsaufnahme in Cinema DNG RAW aus meiner Blackmagic Ursa Mini Cinema Kamera hergenommen, welche als erste über den Kamera RAW Tab mit den gewünschten Metadaten versehen werden muss. Diese erlaubt es einem, Parameter wie beispielsweise ISO, Weißabgleich und Tint im Nachhinein so verändern zu können, als würde man diese beim Filmen in der Kamera ändern. Dieser Schritt entfällt allerdings natürlich, sollte euer Videomaterial nicht in RAW aufgenommen worden sein. Was wohl bei den meisten unter euch der Fall sein wird. Als nächstes wechselt ihr in den Color Match Tab und wählt das Modell von Color Checker aus, das in der Videoaufnahme genutzt wurde. Ich wähle hier den Color Checker Passport Video, welcher in meinem X-Red Filmmaker Kit inkludiert ist. Die Option Source Gamma ist von eurer genutzten Kamera bzw. dem genutzten Bildprofil abhängig und bei Target Gamma wählt ihr die Output Gamma Kurve eurer Wahl. Sollte der Clip direkt genutzt werden, ohne beispielsweise später noch LUTs zu nutzen, empfiehlt sich hier Rec. 709. Bevor jetzt allerdings auf den Match-Button geklickt werden kann, muss noch die Position des Color Checkers definiert werden. Dies geschieht über das Dropdown-Menü neben der Pipette unter der Videovorschau, in welchem ihr die Option Color Chart wählt. Dieser muss jetzt über dem Color Checker in der Videoaufnahme platziert werden und im Anschluss der Vorgang mit einem Klick auf Match gestartet werden. Jetzt nur noch die Belichtung anpassen und schwupps hat man schon ein recht nutzbares Rec. 709 Bild, das jetzt noch nach Belieben weitergegradet werden kann, worauf ich in diesem Video allerdings nicht genauer eingehe. Will man die Farbkorrektur manuell durchführen oder nutzt man ein Schnittprogramm, das dieses Feature nicht bietet, schaut die Vorgehensweise folgendermaßen aus. Zur Korrektur von Belichtung und Weißabgleich setzt als erstes eine Maske um die drei Balken an der rechten Seite des Color Checkers und ändert den Waveform-Typ auf RGB. Da Weiß, Grau und Schwarz keinerlei Farbinhalte haben, korrigiert ihr euer Video über den RGB-Kurventab in Lumetri jetzt so, dass in der Waveform im Optimalfall nur noch drei weiße Balken zu sehen sind. Als Hilfe kann hier auch das Vectorscope hergenommen werden, auf welchem bei Grau, Weiß und Schwarz nur ein Punkt in der Mitte zu sehen sein sollte. Für die Belichtung sind die Richtwerte 80 bis 100 IRE für Weiß, 40 bis 50 IRE für Grau und 0 bis 10 für Schwarz. Wobei hier darauf geachtet werden sollte, dass als Referenz für den Schwarzwert eine Fläche hergenommen wird, in der keine Spiegelungen vorhanden sind. Die genannten Werte sind allerdings nur Richtwerte, welche je nach gewünschtem Setting angepasst werden können. Genau deswegen ist es umso wichtiger, einen kalibrierten Monitor zu nutzen, sodass das, was ihr auf eurem Monitor seht und dementsprechend die Grundlage für eure Entscheidungen ist, auch später einigermaßen mit dem übereinstimmt, das andere sehen. Ist das geschafft, kann es mit der Korrektur der einzelnen Farbkanäle weitergehen. Hierzu löscht ihr die zuvor erstellte Maske und setzt eine neue um die ersten zwei Spalten der linken Seite des Color Checkers. Sollte sich bei eurem Videomaterial auch um RAW oder Log-Video handeln, pumpt ihr an der Stelle die Sättigung nach oben, um die Punkte auf dem Vectorscope besser sehen zu können. Als nächstes wechselt ihr in den Lumetri Tab Kurven und sucht den Unterpunkt Farbton vs. Farbton. Bei diesem wählt ihr das Pipettenwerkzeug und klickt in die einzelnen Kästchen des Color Checkers. Jeder Klick erstellt drei neue Punkte auf der Kurve, wobei ihr immer den mittleren bei gedrückter Shift-Taste auswählt und verschiebt, sodass der jeweilige Punkt auf dem Vectorscope mit der Farbe übereinstimmt, die er sein sollte. Dieser Prozess wird so lange wiederholt, bis alle Farben aus der ersten Spalte an den jeweils korrekten Punkten gelandet sind. Die zweite Spalte stellt die verschiedenen Hauttöne dar, welche sich alle auf der Hauttonlinie des Vectorscopes befinden sollten. Ist diese in eurem Vectorscope nicht zu sehen, kann diese einfach in den Lumetri Scope-Einstellungen aktiviert werden. Fertig und schon habt ihr wieder ein technisch korrektes Rec. 709 Bild. Solltet ihr beispielsweise ein Set haben, das sich zwischen den Aufnahmen nicht ändert oder das Farbprofil auf mehrere Clips anwenden wollen, die am gleichen Tag mit dem gleichen Lichtsetup etc. gefilmt worden sind,
empfiehlt es sich außerdem, die Einstellungen als Vorgabe oder LUT zu speichern, um diese später schnell wiederherstellen zu können. Einige mögen jetzt vielleicht sagen, aber eine normale Weißabgleichs- und Graukarte ist auch ausreichend. Was zwar in vielen Fällen sein mag, will man allerdings immer perfekte Farben haben oder beispielsweise mehrere Kameras miteinander matchen, ist der Color Checker einfach nur eine geniale Hilfestellung. Und ein Teil, das ich in meinem Kamerarucksack auf keinen Fall mehr missen möchte. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen, lasst doch einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen oder weitergeholfen hat. Vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Und bis zum nächsten Video. Servus!